Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Im letzten Part haben wir den Orden dieser Stadt, ja, in einem ziemlich leichten Arena-Kampf, muss man schon sagen, ergattert. Und heute wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Wir könnten theoretisch noch hier lang, weiter Richtung Westen, aber ich weiß gar nicht so genau, wo uns das hinführen wird. Wir können aber auf jeden Fall mal nachschauen. Ich hoffe, es wird nicht so leicht bleiben. Wäre ein bisschen blöd, weil die ersten zwei Arenen waren schon ein bisschen schwieriger als das jetzt gerade. Ich weiß, man geht einmal aus Versehen hier ins Gras und direkt wird man angegriffen. Ist echt auch so zum Kotzen. Ich hasse das, oh Mann. Aber gut, na gut, na gut. Was haben wir jetzt hier in diesem abgelegenen Haus? Wer baut denn bitte hier ein Haus? Wenn du immer weiter den Radweg hinabbraust, kommst du nach Fuxania City. Aha. Hallo, hallo! Möchtest du einen hippen Spruch hören? Nun gut, der hippe Spruch lautet Copyright! Das ist total in, das zu sagen. Ja du, das passt sogar ziemlich gut heutzutage auf YouTube. Da muss man einfach mal so einen Copyright-Strike raushauen und man ist wieder voll im Thema, weißt du? Hat er das immer ge... Das ist doch ein Zufall, was er sagt, oder? Weil das passt jetzt so perfekt. Kann doch gar nicht sein. Naja. Und hier kommen wir jetzt zu einem Fahrradweg, habe ich das richtig verstanden? Oder wie ist... Hey, du da, stehen geblieben. Solange du nicht auf dem Sattel eines Fahrrads bist, darfst du auch nicht den Radweg benutzen. Okay, Route 16. Aber ich meine, hier gäbe es auch Trainer, ne? Oder? Gibt's hier irgendeinen Trainer? Hallo? Ja, okay. Komm, kämpf gegen mich, Biker-Gang-Typ. Du hast sowas von verloren. Das spüre ich im kleinen Zeh. Das wage ich zu bezweifeln, vor allem gegen dich, aber naja. Rowdy Wotan? Heißt der so? Spricht man das so aus? Keine Ahnung, ich habe den Namen noch nie in meinem Leben gehört. Echt noch nie in meinem Leben gehört. Flammenwurf wird auf jeden Fall nicht ausreichen, da werden wir zwei Schläge für brauchen. Aber gegen so einen Biker-Typen, ne? Gegen den würde ich nicht unbedingt kämpfen wollen. Im Real Life. Selbst in einem Pokémon-Kampf nicht. Weil wer weiß, was der danach so noch alles macht. Naja. Gut, Giftschleim füllt einige KP auf, ist uns aber eigentlich auch relativ egal. Weil die Verbrennung das ja eh ein bisschen negiert. Aber hat ihm ja jetzt eh nichts gebracht. Selbst wenn er nicht verbrannt gewesen wäre, hätte das keinen Unterschied gemacht. Was kommt als nächstes? Also, das war's schon? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, du. Weißt du hier, große Klappe, aber nichts dahinter, oder was? Hey, du, kommst du aus Johto? Ich kann wieder nicht erkennen, ob das ein Mann oder eine Frau ist von hinten. Achso, es ist wieder so ein Rowdy. Okay, nur halt von hinten, okay. Mit einem Smogmog. Hat Smogmog Schwebe? Weil Smogmog sieht so aus, als ob er Schwebe hätte, ne? Aber so ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht. Naja, naja. Auch der wird zwei Treffer brauchen, genau. Er geht auf Doppelschlag, dürfte ein bisschen Schaden machen, aber auch nicht allzu viel, genau. Glück gehabt, dass er nicht irgendwie auf Explosion gegangen ist oder so. Weil das hat mich mittlerweile schon ziemlich oft hier ein Pokémon gekostet. 1600 Erfahrung ist zwar ganz nett, aber reicht leider nicht für ein Level-Up. Boah, du legst aber los, Mann. Ich will nicht deine Nummer haben, nee. Ist auch so ein klitzekleines bisschen creepy, wenn ein Biker ein 10-jähriges Mädchen irgendwie um die Nummer fragt, aber naja. Wow, das ist aber ein tolles Fahrrad. Jetzt hier gegen Manuel. Oh, der hat einen Magma, da kann unser Nadi leider nicht wirklich viel gegen machen, deswegen wechseln wir mal eben auf Mr. Columbo aus. Natürlich wäre Pixel vielleicht die bessere Option gewesen, aber Mr. Columbo braucht halt vor allem noch die Erfahrung. Und jetzt kommt er hier mit Konfustrahl, verdammt nochmal. Ich hasse Konfustrahl so wahnsinnig. Hier, Erdkräfte und stirb! Wird auf jeden Fall ein One-Hit sein, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Insofern ich denn mal treffen kann. Feuerschlag dürfte nicht allzu stark sein. Auch wenn das sehr prof ist. Ja, und jetzt komm. Triff, triff, triff. Okay. Erdkräfte und der müsste eigentlich, wenn ich mich nicht komplett täusche, jetzt down sein.
Okay. Alles wie geplant. Sonst noch irgendwas? Oder bist du genau wie die anderen Typen auch und hast nur eins? Nee, da kommt ein weiteres Magma raus. Okay. Ich hätte vielleicht wechseln sollen, weil ich ja immer noch die Verwirrung habe. Okay, jetzt nicht mehr. Okay. Alles richtig gemacht. Und dafür bekommen wir jetzt auch ein Level-Up hier auf Mr. Columbo. Müsste zumindest ausreichen, oder? Alles andere wäre irgendwie schwachsinnig. Level 47. Der soll mal eine Giftattacke erlernen. Mann, Mann, Mann. Du bist so stark, wie du aussiehst. Weiterer Trainer. Ach Mann, hier gibt es aber auch echt viele von diesen Wowdies, ha? Ich brauche Zaster, um mein Bike aufzumotzen. Eine edle Spende, bitte. Will er mich jetzt hier ausnehmen, oder was ist da los? Bedroht er mich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, das ist jetzt aber auch ein bisschen unnötig, oder? Warum hat er denn auch Magma? Hätte man dem nicht wenigstens einen Electek geben können? Also, dass man jetzt hier zweimal... Also, nee, das hätte jetzt nicht sein müssen, oder? Ist jetzt schon ein bisschen unkreativ. Naja, sehen wir mal da so ein bisschen drüber hinweg. Vielleicht ist ja sein zweites Pokémon ein anderes Pokémon. Ich wage es zwar zu bezweifeln, aber wir werden sehen. Aber jetzt greife ich bitte nicht wieder selbst an. Ach, come on. Also quasi alles so wie beim letzten... Oh no, du bist down, oder? Ich dachte, er kommt jetzt mit Feuerschlag oder so an, aber nee. Ja gut, gehe ich halt auf Pixel. Muss halt wie immer alles hier machen. Mann, Mann, Mann. Surfer und Down. Das wird auf jeden Fall nicht aushalten, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil Pixel ist relativ stark in der Offensive. Auch mit speziellen Attacken ist es ganz gut. Oh, ein Tentoxa. Da hätten wir jetzt ein Boden-Pokémon ganz gut gebrauchen können. Jetzt habe ich ja gar nichts, was dagegen sehr effektiv wäre. Verdammt. Na gut. Machen wir es halt mit Pixel irgendwie. Wir können auch einfach hier auf Knirscher gehen. Und das wird sicherlich auch mindestens die Hälfte Schaden machen, oder? Ja. Ich meine, die Spezialverteidigung von Tentoxa wäre ziemlich gut. Aber die normale Verteidigung jetzt eher nicht so. Da kann ich mich täuschen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ist schon echt eine lange Zeit her. Ach, come on. Was ist denn heute mit den ganzen Verwirrungen los? Auf jeden Fall, ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal einen Tentoxa in meinem Team hatte. So, auch der wäre besiegt. Tch, zu früh gefreut. Ist das doch irgendwie jemand hier? Ah, die restlichen sind auf der anderen Seite, oder was? Kommen hier noch welche? Ah, okay, einer noch hier unten. Vrum, vrum. Na, wie findest du meine Soundeffekte, hä? Huh? Naja, war jetzt eher so zweitklassig, ne? Aber naja. Lenny mit einem Teddy Ursa. Das müsste ja Nadi wohl hinbekommen. Ich meine, es ist nur ein Teddy Ursa. Alles andere wäre jetzt schon irgendwie Quatsch, oder? Das hätten wir schon hinbekommen. Vor allem, Teddy Ursa hat auch nicht irgendwie einen Typvorteil gegen uns, deswegen. Ach, war das jetzt notwendig, wirklich? So viel dazu. Aber dennoch hat es geklappt. Nicht so offensichtlich, wie ich es mir erhofft hatte, aber hey, ist ja auch eigentlich egal. Als nächstes kommt ein Meryl ins Spiel, deswegen wechseln wir mal hier auf Pixel. Einfach damit es das mit einem Knirscher zerfetzen kann. Gaudium wäre vielleicht besser gewesen, aber ich möchte nicht einen extra Zug verschwenden, um nochmal zu fliegen. Das finde ich halt auch echt immer nervig, dass man beim Fliegen erstmal hochfliegen muss, dann warten muss und dann erst angreift. Das hat mich irgendwie schon immer genervt, keine Ahnung. Das reicht nicht mal? Wirklich? Ich meine, gut, es ist kein Step drauf gewesen, aber dennoch. Das war ein Volltreffer. Oh Gott, es war auch schon ein bisschen traurig, oder? Naja. So, ein bisschen Erfahrung. Ach, das ist ja fast nichts. Puh, jetzt bin ich aus der Puste. Von diesem einen Kampf? Ich möchte nicht deine Nummer haben, nee. Nee. Okay, da wären wir jetzt auch schon. Ach, da gibt es ja noch mehr Trainer, ne? Wie viele kommen denn jetzt hier noch? Das Ding ist halt, ich würde schon ganz gerne alle Trainer mitnehmen, aber... Mein Team ist halt schon ein bisschen angeschlagen. Boah, steile Maschine, die du hast!
Vielleicht sollte ich gleich einfach mal zurückfliegen. Und dann mein Team entsprechend heilen. Wie viel KP hat Nadia? Ja, habe ich mir gerade gedacht. Die ist doch fast down, naja. Wechseln wir eben auf Pixel und machen das mit dem. Mit einem Surfer oder einem Knirscher. Wird das schon irgendwie funktionieren. Giftzahn ist zwar ganz nett. Ach, die haben heute aber auch irgendwie alle Glück, oder? Hat es nicht irgendwie gerade mal eine Chance von 30% oder so, mich zu vergiften? Ich bin da jetzt zwar auch nicht so ganz sicher, aber dennoch. Ist schon relativ unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Naja, naja. Passiert. Und, oh ja gut, Volltreffer. Ich sollte mal lieber nichts sagen. Aber ich glaube, es hätte auch ohne gereicht. Naja. Zack und weg. So, dann fliegen wir mal eben zurück und heilen unser Team mal eben vollständig auf, weil wir können momentan die Heilung echt gut gebrauchen. Die Kämpfe waren jetzt zwar echt nicht so, so schwer, aber es hat doch einiges an Schaden zugefügt. So, hier mal eben heilen. Nach wie vor keine Ahnung, wie das Ganze hier finanziert wird, aber hey. Gibt's dafür... Ob es dafür wohl eine offizielle Erklärung irgendwo gibt? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, wahrscheinlich wird es einfach vom Staat finanziert, ne? Weil wie auch sonst. Ich bezahle ja dafür nichts. Alles andere ergibt keinen Sinn. Aber es gibt bestimmt... Es muss doch irgendwann mal eine offizielle Aussage dazu gegeben haben. Vielleicht auch wenn es so im Anime war, ne? Aber dennoch. Das sollte ich mal recherchieren. Oder falls ihr dazu mehr wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich und einige andere sicherlich auch mal durchaus interessieren. Komm mal her. Hey, wenn du hier radeln willst, brauchst du meine Erlaubnis. Warum? Gehört das hier dir oder was? Oder willst du mich sonst zusammenschlagen? Einhard mit einem Tentoxa. Ja gut, da kann ich gleich direkt wieder auswechseln, weil Nadi wird ja nicht allzu viel hinbekommen können. Mr. Columbus ist halt auch nicht die beste Wahl hier, weil wenn er jetzt auf Aquavelle oder sowas geht, wird das auch bei Mr. Columbo jede Menge Schaden machen. Okay, er geht mal auf Kreideschrei. Aber das habe ich jetzt halt so nicht vorhersehen können, ne? Gut, dann eliminieren wir das Tentoxa halt mit zwei Knirschern. Außer wir haben Glück. Aber nein, das reicht leider nicht ganz aus, weil kein Volltreffer. Warum geht er denn zweimal auf Kreideschrei? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ach Mann. Kreideschrei senkt die Verteidigung stark? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich dachte nur normal, aber anscheinend nicht. Wieder etwas dazugelernt. Obwohl ich das so oder so wissen sollte, aber naja. Level 51 für Pixel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und auch Nadi hat mittlerweile ein ziemlich beachtliches Level erreicht. Weißt du, erst bedroht er mich und dann will er meine Nummer haben, oder was? Was ist denn da los? Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Tut, tut, tut. Ah, nichts geht über ein Hupenkonzert. Ein Hupkonzert. Das ist der Sound der Straße, Mann. Ey, du. Ja, du. Komm mal rüber. Wir waren ja auf dem Putz, okay? Also, diese Biker werden auch richtig als Assis dargestellt, ne? Also, da kennt Game Freak echt keine Gnade. Okay, Glibunkel können wir mit Leichtigkeit besiegen, indem wir einfach auf Sondersensor gehen. Hat ja die doppelte Schwäche. Insofern Glibunkel schon Kampfpsycho ist, Kampfgift ist, müsste es aber eigentlich schon sein, wenn ich mich jetzt hier nicht komplett täusche. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ist kein Step drauf, deswegen würde das normalerweise vielleicht gar nicht ausreichen, wenn das nur Kampf oder nur Gift wäre. Okay, hat gereicht. Ich glaube, dass es schon Kampf und Gift ist. Ja, müsste eigentlich sein. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, müsste. Müsste, müsste, müsste. Smogon. Smogmog und... Ach so, die anderen beiden Pokémon hat sie. Oder er, keine Ahnung. Auch hier ist Sondersensor gar nicht mal so verkehrt, aber auch da wird es nicht alleine ausreichen, schätze ich mal. Aber wir sind ja jetzt eh hier 2 gegen 1, deswegen kein großes Problem. Oh, ja gut, Sondersensor brauchst du gar nicht mehr einsetzen eigentlich, aber okay. Dann kommt wenigstens das gegnerische Smogmog nicht mehr zum Zug hier. Was kommt jetzt als nächstes noch dazu? Ein weiteres Smogmog. Ja, gut.
auf Level 37 gerade mal. Ist echt keine große Herausforderung hier, ne? Finde ich auch ein bisschen schade, dass die hier demselben Typen zweimal dasselbe Pokémon gegeben haben. Aber naja, will ich mich jetzt mal nicht zu sehr darüber beschweren. Und auch das wäre besiegt. Reicht vielleicht für ein Level-Up? Man kann es ja leider nicht sehen, ne? Finde ich ein bisschen schade, dass das hier in einem Doppelkampf nicht angezeigt wird. Död. Sauber, die Firma dankt. Welche Firma? Sind wir jetzt hier durch oder kommt da noch jemand? Ey, komm mal her. Wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir jeden mit. Hey, wie wär's mit einem Wettrennen, ha? Warum besiegst du mich da? Also warum willst du dann gegen mich kämpfen? Wenn du ein Wettrennen willst, dann ist ein Kampf vielleicht nicht das Beste, oder? Oder ist das Wettrennen, wer als Erster verlieren kann? Weil dann hast du hier ganz gute Karten, mein Freund. Flammenwurf dürfte gegen ein einfaches Mogon eigentlich ausreichen. Der hat ja echt nicht die höchste Spezialverteidigung, ne? Von daher, kein großes Problem. Sagen wir es mal so. Och, jetzt geht das hier wieder mit Smogmog weiter. Ja, auch das finde ich ist immer so ein bisschen blöd, wenn immer und immer wieder dieselben Pokémon kommen. Weißt du, in der ersten Generation hatte man halt noch die Ausrede, dass es halt nicht so viele Pokémon gab. Und die Ausrede hatte man dann vielleicht auch noch in der zweiten Generation. Aber ab der dritten dann vielleicht nicht mehr, ne? Und hier sind halt auch alle Pokémon bis zur vierten Generation zur Verfügung. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Hätte man denen nicht was anderes geben können? Ich meine, ich habe das schon oftmals kritisiert, aber dennoch, ne? Finde ich immer so ein bisschen schade. Schade, schade, ist jetzt aber auch echt nicht so schlimm. Ist halt ein kleiner Kritikpunkt. Aber ist jetzt auch echt nicht die Welt. Hat er noch irgendwas? Ein Magma, auch das haben wir schon zigmal gesehen, deswegen ja. Ist ein bisschen blöd, aber wie gesagt, kann man wohl nichts machen. Ich meine, zu diesen Gangmitgliedern hier, oder diesen Bikern, hätte doch auch ein Arbok zum Beispiel ganz gut gepasst, oder? Oder ein Radikal. Warum hat man denen denn nicht sowas gegeben? Finde ich ein bisschen blöd gemacht, aber naja. Schade, schade. Reicht das? Müsste eigentlich ausreichen, ne? Ja, gut. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle besiegt, oder? Müsste eigentlich so sein. Wow, du bist aber ganz schön flott unterwegs. Sonst noch jemand hier? Bitte nicht. Oh, das ist aber auch echt hier die Qual, wenn man hier auf dem Fahrrad unterwegs ist und dann hier Gift noch hat, ne? Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Ja, du, deine ganzen Freunde da sind schon jämmerlich krepiert gerade. Wowdy Fridolin? Also, es gibt viele Namen, die zu diesen Wowdy-Typen passen würden, ne? Aber Fridolin? Oh Mann! Fridolin, ernsthaft? Ist ja fast schon süß. Naja. Gut, das war jetzt auch keine große Herausforderung, ne? Was hat der gute alte Fridolin sonst noch so drauf? Ach, das, ich... Weißt du, das ist halt das Problem hier. Smogon, Smogmog, Magma. Smogon, Smogmog, Magma. Mann, Mann, Mann. Bald kann ich schon ein Lied davon singen. Oh. Und wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt hatte man halt auch nicht mehr... Ja, hat Schwebe, okay. Wollte ich halt nur mal überprüft haben. Aber auf jeden Fall, zu diesem Zeitpunkt hatte man halt nicht mehr die Ausrede, dass es halt nicht so viele Pokémon gab, ne? In der ersten Hälfte des Spiels hätte man das vielleicht noch sagen können, aber jetzt... stehen einem Jahr deutlich mehr Pokémon zur Verfügung, deswegen, ja, ist vielleicht eine dumme Designentscheidung gewesen. Ich hätte es mir auf jeden Fall anders gewünscht, aber naja. Wie gesagt, ist jetzt auch echt kein großer Kritikpunkt. Ich finde es halt nur blöd, wenn immer alle Trainer dieselben Pokémon haben. Aber da die alle in derselben Gang sind anscheinend, passt es vielleicht auch irgendwie wieder so ein bisschen? Ich weiß nicht. Ich kann beide Argumente nachvollziehen. Ich bin eher dagegen, aber ich kann auch verstehen, warum es so ist. So, Erdkräfte und das Glutexo könnte dann auch direkt mal besiegt sein. Ich meine, das wird es auf jeden Fall nicht aushalten, oder? Kann eigentlich gar nicht sein. Genau. Wie gewonnen, Sozaron! So, sind wir jetzt da? Anscheinend... Hast du noch irgendwas zu sagen?
Aus dieser Richtung den Radweg zu bereisen ist kein Kinderspiel, denn es geht wirklich sehr, sehr steil bergauf. Aber wenn du gerne Fahrrad fährst, ist es bestimmt auch kein Fehler, zumindest einmal den Aufstieg zu wagen. Da kommt man schon ganz schön ins Schnaufen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, du. Route 18, okay. Aber hier sind wir jetzt in Fuxania City angekommen. Weil ich würde jetzt mal ganz gerne meine Pokémon heilen, weil mich das... Nein, ich wollte nicht hier rein! Weil mich diese Animation hier, oder wie auch immer man das nennen mag, wahnsinnig macht. Wo ist denn hier das Pokémon Center? Gibt hier... Es wird ja wohl hier eins geben, oder? Das Gift wäre jetzt zwar aufgelöst, aber... Gibt's hier kein Pokémon Center? War das schon immer so? Oder bin ich einfach blind? Hier unten vielleicht? Da, wie komme ich denn da hin? Hier einmal außen rum. So, dann geht's hier runter. Die Arena von Dukatia City hat, wenn man genau hinschaut, die Form eines Pipi, oder? Nimm doch einmal ein Pipi mit dorthin. Es wird bestimmt etwas Niedliches machen. Ja. Danke für diesen Hinweis, aber nee, danke. Okay, hier hätten wir das Pokémon Center. Ganz schön versteckt. Also nicht so ganz, aber war jetzt nicht so offensichtlich, wie es normalerweise ist, ne? Gut, dann heilen wir mal eben unser Team. Und ich würde sagen, da der Part mittlerweile auch schon wieder ganz lang ist, also ist auch nicht so lang, ne, aber ich meine, viel mehr schaffen wir in diesem Part auch nicht, würde ich sagen, dass wir im nächsten Part gemeinsam diese Stadt hier erkunden und uns dann an die Arena wagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch wäre wie immer sehr nett und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Soul Silver.